würde ich gar nichts zu essen haben, würde ich es essen, um zu überleben. Isst du das öfters, oder was? Ei, übel durch hier alles. Bin ich in Füße? Das war ich doch nicht. Heute werden wir bei Tan, die 一说起鸡爪子，那老外绝对都是闻风丧胆。给他们推销这里产品时，注意啊，不要让他们做是非题，要让他们做选择题，这就成功了一大半。所以我今天准备了三种鸡爪：糟卤鸡爪、卤鸡爪、酸辣无骨鸡爪，征服您心中的恐惧吧。今天咱们在点心节门口，年轻人估计会比较多。 Heute eure größten Angststellen. Esst ihr gern chinesisch? Ja. Safe. Ja? Heuschrecken. Nur wenn es ein tausendjähriges ja. Eis, dann ist vorbei. Hast du schon mal gegessen? Nein, wir haben eine Wette am Laufen. Wir haben gesagt, wenn es irgendwann mal was gibt, was es so wichtig ist, oder wir aus so dann geht es um tausendjähriges Eis. Was ist die Steigerung von tausendjährigen Eiern? Was ist eure größte Angst beim chinesischen Essen? Nichts. Scharf. Ja, keine Ahnung. Gibt es denn noch Hühnerfüße? Das ist auch echt widerlich. Bei uns gibt es heute Hähnchenfüße. In drei verschiedenen Varianten. Alle lecker. Ja, ich. Oh, oh mein Gott. will jemand Hähnchen Füße probieren? Sehr lecker, wirklich, sehr lecker. Ich weiß nicht. Ohne Knochen. Aber dann halt ich trocken, dass das Füße sind. Aber darum geht es. Man weiß, dass es halt so Füße sind von denen. Ja, aber weißt du ja nicht. Ja, ich lasse ihn erstmal. Die oberen sehen halt. Gewöhnungsbedürftig. Achso, da musst du sauer. Knochen so abnagen. Nein, da bin ich nicht so der Fan, weil da gibt es auch nicht. Ohne Knochen? Ja, ist so. Aber ich glaube, so eins pro Person oder halb schreit auf jeden Fall. Bro, weggeworfen ist nicht. Weggeworfen ist nicht. Sind die ein Tier Pinsel? Da Fahrzeile, ja. Fahrzeile, Fahrzeile. Und man beißt einfach komplett ab. Ja, und dann Knochen drauf. Ich hab gedacht, das wäre warm, aber das ist kalt. Das schmeckt gut sehr lecker, ja. Ja, es ist halt wie fettiges Hühnchenfleisch, ne? Mhm. Das schmeckt wie Chicken Wings, wo am wenigsten Fleisch. Oh. Ganz ehrlich, das ist auch echt flutschig. Probier. Das macht Appetit auf mehr. Wenn man das isst, dann will man doch mehr essen. Ich würde sagen, das sind Chicken Wings, die verarschen. Das ist einfach wie Chicken Wings, aber da ist halt kein Fleisch dran, ganz ehrlich. Ich finde es vom Geschmack her ist nicht schlimm. Oh, ich finde es gar nicht schlimm. EDR Hypatomeo. Also hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ich werde angeekelt sein. Schmeckt schon gut, aber. Nee, das mit den Knorpeln. Es ist schon irritierend. Das ist nicht, was ich normalerweise essen würde. Sagst du, würde ich gar nichts zu essen haben. Würde ich es essen, um zu überleben. Das ist schon lecker, dass ich sogar das hier trinken werde. Gute Soße, gell? Sehr gute Soße. Danke. Leckere Soße. Der Geschmack im Sinne von, wie es gewürzt war, ja, super. Ja. Also, wer hat es gemacht von euch? Konsistenz? Konsistenz? Also, es schmeckt gut, aber die Konsistenz ist interessant. Geschmacklich ist es echt nice, aber. Ja, yeah. Sorry. Ein Genuss ist das nicht. Weggeworfen ist nicht. Schon interessant, ich finde es eigentlich schon nicht schlecht. Das ist bei euch so eine Leibspeise, was? Das essen die Asiaten so beim Serie gucken, Film gucken zu Hause. Aber ich glaube, ich mag das mit Knochen mehr. Weil das macht mehr Spaß. Das ist echt wie so ein Snack, du, das entertaint dich einfach. Also um ehrlich zu sein, ist dieses Video ist eine Kooperation von einer Firma, eine chinesische Firma, die stellen diese knochenfreien Hähnchenfüße her. Echt jetzt? Was? Aber, nee. Ni hao, ni hao. Wanna try? 你是逼哥吗? 啊,对对对。是这个? 骨头的呀? 没有骨头最好,我试一试啊。 非常的好，里面还有柠檬的酸味，还有辣味香味在一块儿，而且鸡骨特别的脆，应该很新鲜吧？因为你们是今天做的嘛？ Das ist so, oder? Ja, das ist so. Wir haben leckeres Essen zu probieren, hast du Lust? Ja, klar. Das sieht schon aus wie so eine Babyhand, oder? Mama. Eigentlich wird das schon heißer werden, oder? Nee, das ist ein Kaltgericht. In Kenia essen wir auch mit Knochen und so. Also sei froh, dass du das bekommst.
Ansonsten würdest du 10.000 Kilometer fliegen müssen. Okay, da hast du recht. Das ist das Argument, der kostet am meisten Überwindung. Ich würde ihn am liebsten einfach so mitnehmen, um heute so ein paar Leute zu machen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du das machst. Ich freue mich heute hier zu sein und ein Hähnchenfuß gegessen. Das ist super, ja. Danke, dass du die Erfahrung machen konntest. Ich hätte es, glaube ich, echt sonst nicht ausprobiert einfach. Wollt ihr auch einen Hühnerfuß probieren? Sorry? Hühnerfuß? Wer wäre noch? Sie vielleicht? Nee, okay. Hello, China! Hello! Echt jetzt, hello! Oh, kein Spaß. Wow. Nee, das war's. Konnichiwa. Konnichiwa. Wo ist das japanisch? Nee, nee, ist japanisch. Nein! Oder stimmt das? Boah, schön, leider. Jetzt hätte ich gehasst. Und noch Shishi. Wow. Shishi, danke schön. Ja, ja, ja. Wir konfrontieren heute die Menschen mit ihrer größten Angst vom chinesischen Essen. Also Hähnchenfüße sind es auf jeden Fall nicht mehr. Was ist denn eure größte Angst im Leben eigentlich? Enge Beziehungen einzugehen oder sowas. Alleine zu sterben ist meine größte Angst. Verlust von Personen, die man gerne hat. Familie vor allem, Eltern, Geschwister. Man nimmt immer so als Standard, dass Mama da ist, aber wenn Mama nicht mehr da ist. Dass meinem Kind was passiert, was ich, glaube ich, natürlich handeln kann, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Dass ich nicht das erreichen kann, was ich erreichen will, glaube ich. Ich glaube, das ist so dieses Selbstentwicklungsmechanismus halt bei mir sind. Würde ich noch ein bisschen mehr studieren und noch ein bisschen mehr lesen, dann wäre ich echt glücklich. Ja. Dass ich mich irgendwie einschränke, dass ich nicht alles probiere, was ich eigentlich machen wollte. Ich bin eher der Typ, der etwas bereut, nicht ausprobiert zu haben. Also meine Fehler bereue ich meistens nicht. So Kleinigkeiten gehören auch dazu. Ich muss es einfach probieren.这会儿天已经黑了，距离今天完成摆摊机爪的目标还差50个鸡爪。你们说，加油！今天我还有希望完成目标吗？ Bei mir, also ich komme ja nicht aus Deutschland, ist bei mir ein Hauptgericht so. Ah, okay, wo kommst du her? Ich würde es probieren Bosnien. Auf jeden Fall. Bosnien? Wenn man halt schon so ein Tier schlachtet, dann sollte man einfach alles verwenden vom Tier. Nicht halt die Hälfte wegschmeißen. Ja, definitiv. Und meine Garten. Aus deinem Garten? Hammer! Essen! Für mich? Natürlich! Dankeschön! Herzlichen Dank! Dankeschön, danke, ja. Sehr freundlich! Hammer! Hast du mir ihre Was bietet ihr denn nächste Woche an? 今天我真的没想到会有人邀请我去他们举行的 庆祝活动摆摊中国美食啊! Hey, ich habe gerade eine Idee. Wir machen ein Festival. So ein Tagesfestival, ja. Wo wir, das Konzept ist eigentlich, dass wir so Freunde und Bekannte eine Fläche geben wollen, wo sie ihr kreatives Schaffen anbieten können. Wenn ihr da Bock drauf hättet, vielleicht einfach mit einem Stand da aufzutauchen. Hey, das ist ein Schauber.